Schön, dass du mal wieder reinschaust bei mir. Ich habe heute etwas ganz anderes vor als sonst. Ich möchte heute gar nicht so sehr viel Wissen rüberbringen oder Gedanken rüberbringen, sondern ich möchte eigentlich heute eher dir ein bisschen die Möglichkeit geben oder anbieten, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe heute eine schöne Übung für euch. Es ist eine, vereinfacht könnte man sagen, eine Entspannungsübung. Eine Übung, die sehr gut ist für das Körperbewusstsein. Ja. Was brauchst du an Vorbereitung? Als allererste Vorbereitung, wenn du dich auf diese Übung einlassen möchtest, biete ich dir als allererste Vorbereitung an, einen kleinen Waldspaziergang oder Spaziergang im nächstgelegenen Park zu machen, um ein paar Kastanien zu sammeln. Du wirst für diese Übung Kastanien benötigen. Wenn du Kinder hast, kannst du ja vielleicht bei denen dir mal ein paar Kastanien ausleihen. Die Kastanien sollten von der Größe her so beschaffen sein, dass du sie auf diese Art und Weise zwischen die Finger klemmen kannst. Ich habe keine Probleme, weil ich sehr große Hände habe. Man kann daher auch große Kastanien auf diese Art und Weise halten. Das nur so grob als Anhaltspunkt für die Größe. Also ich würde mittelgroße Kastanien und bei sehr kleinen Händen vielleicht eher etwas kleinere Kastanien empfehlen. Du brauchst 4 Stück davon. Nimm ruhig ein paar mehr, vielleicht stellst du fest, dass von der Form her die eine oder andere dann nicht so gut geht. Ja, was brauchst du ansonsten? Ja, du brauchst einen Raum, in dem du ein bisschen Ruhe hast. Es sollte nicht zu kalt sein. Die Übung wird normalerweise durchgeführt in einer Kombination aus Sitzen und Liegen. Zum Liegen ist empfehlenswert als Unterlage entweder ein schöner weicher Teppich. Oder alternativ dazu eine, wenn du so etwas hast, eine Yogamatte oder auch eine Gymnastikmatte, hast du beides nicht zur Verfügung, ist es auch in Ordnung, wenn du 2 oder 3 Wolldecken aufeinander legst und das dann bei dir zu Hause auf dem Boden legst. An Kleidung würde ich dir empfehlen, einen Trainingsanzug, irgendwas Gemütliches, was warm genug ist. Bitte immer daran denken, bei Entspannungsübungen, insbesondere Menschen, die zu kalten Füßen neigen, warme Socken anziehen. Ja, zu der Übung ist ansonsten, ich lege mal schnell meine Kastanien aus der Hand, sonst spiele ich mit denen andauernd, das ist nicht gut. Ja, ansonsten ist zu sagen zu diesen Übungen oder zu der Übung, die ich dir anbieten möchte, es bleibt dir überlassen, ob du diese Übung komplett im Sitzen durchführst, komplett im Liegen durchführst. Ich werde sie Ansagen anbieten in, wie gesagt, einer Kombination aus Sitzen und Liegen. Du kannst diese Übung, bei diesen Übungen ist ganz wichtig, mache nur das, wo du ein gutes Gefühl dabei hast. Ja? Hast du das Gefühl, das, was der Typ da jetzt sagt, das gefällt mir nicht, das tut mir nicht gut? Dann lass es bleiben. Du darfst jederzeit die Übung abwandeln, in jeglicher Form. Du darfst aus der Übung, wenn du möchtest, komplett aussteigen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du beispielsweise sagst, das, was der mir da jetzt vorschlägt, gefällt mir nicht, ich mache einfach das Alte weiter. Ja? Du kannst aber auch, wenn du möchtest, dich einfach von deinem Inneren selbst leiten lassen und etwas ganz was anderes machen als ich. Ansage, lass dich da von deinem Körper leiten. Ganz wichtiger Punkt dabei, nämlich unser Körper braucht keinen Besserwisser. Deswegen, wie gesagt, einfach intuitiv handeln, wenn du irgendwo merkst, das gefällt mir nicht so sehr, was der jetzt da vorschlägt. Es ist vor allem auch deswegen wichtig, weil ich ja jetzt in keinem Kontakt zu dir stehe, wenn du diese Übung machst. Ein kleiner Nachtrag zu den Requisiten, weil mir das gerade einfällt. Solltest du dieses Video zu einem Zeitpunkt sehen, wo es zum Kastaniensammeln zu spät ist,
Notfalls lässt sich das auch realisieren mit beispielsweise großen Holzperlen. Vorzugsweise unlackiert. Nicht empfehlenswert wären künstliche Materialien, also Metallkugeln, Gummibälle, sonst was alles. Würde ich eher mal von abraten. Holz oder Kastanien wären ein schönes Material dafür. So, habe ich alles gesagt für die Vorbereitung? Ja, ich denke schon. Wie gesagt, du gehst jetzt am besten dir Kastanien besorgen. Ich werde während der Übungen nicht mehr sichtbar sein. Aus dem ganz einfachen Grund, ich werde sowieso nichts vormachen, weil, wie gesagt, dass die Ausführung dann dir überlassen bleibt. Denn so wie du meine Worte verstehst, wird es richtig sein. Du wirst es auf jeden Fall richtig umsetzen. Wie gesagt, und wenn du merkst, es ist nichts für dich, darfst du ohnehin auch aussteigen. Also es spielt von daher keine so große Rolle. Das heißt also, ich werde während der eigentlichen Übung nicht mehr sichtbar sein. Stattdessen wird es ein schönes Bildchen geben und wie gesagt, das Zuhören ist dann das Wichtige. So, zum Beginn der Übung bitte ich dich, dir deinen Übungsplatz so einzurichten, dass du die Möglichkeit hast, leicht vom Sitzen zum Liegen zu wechseln. Das heißt also zum Beispiel, dass du dir deine Übungsunterlage, deine Matte zum Beispiel irgendwo an einem Schrank oder an einer Wand hinlegst, so dass du dich an die Wand gelehnt zum Beispiel hinsetzen kannst. Außer du, wie gesagt, möchtest die Übung komplett im Liegen durchführen oder komplett im Sitzen. Jo, begonnen wird damit, dass du dich auf den Boden legst und erstmal auf dem Boden ankommst. Wälze dich auf dem Boden hin und her, räkle dich, gähne nach Herzenslust. Versuche mit dem Körper, mit dem ganzen Körper mal beispielsweise rundherum den Boden zu spüren. Wälze dich wirklich komplett rundherum. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Gerne kannst du auch deine Arme mal nach oben ausstrecken, also über den Kopf hinweg, und dich dann auf diese Art und Weise hin und her wälzen. Versuche dabei einmal, deinen Kopf möglichst locker auf dem Boden bzw. über die Arme hinweg rollern zu lassen. Versuche auch ruhig mal so kleine Spielereien, wie zum Beispiel, inwieweit du es hinbekommen kannst, mit deiner Achselhöhle zum Beispiel den Boden zu berühren. Wenn du damit so weit bist, dass du das Gefühl hast, weitermachen zu können, zu wollen,
Dann biete ich dir an, dich jetzt ins Sitzen zu begeben und versuche in einer gemütlichen Position zu sitzen, damit das Sitzen an sich dich nach Möglichkeit nicht von der Übung ablenken möge. Und dann nehme eine der Kastanien zur Hand in die rechte Hand. Du darfst gerne auch die linke nehmen. Ich biete die rechte erstmal an. Wer jetzt die linke nimmt, möge bitte meine Rechts-Links-Anweisungen immer umgekehrt verstehen. Mit dieser Kastanie in der rechten Hand bitte ich dich, die linke Hand abzutasten. Beginnend am Handrücken und den Fingern die ganze Hand abtasten. Die Augen kannst du geöffnet halten oder auch geschlossen. Persönlich bevorzuge ich dabei die geschlossenen Augen, damit die visuellen Eindrücke aus der Umgebung dich nicht von deiner Konzentration auf die Berührung zwischen der Kastanie und der Hand ablenken. Konzentriere dich darauf, auf diese Berührung zwischen deiner Kastanie und deiner Hand. Welche Strukturen kannst du mit der Kastanie an deiner Hand entdecken? Wie fühlt die Kastanie sich auf deiner Haut an? Kalt? Weich? Hart? Variiere auch gerne den Druck, den du mit deiner Kastanie auf deiner Hand ausübst. Was ändert sich in der Empfindung, wenn du mit einem starken Druck über die Hand gehst? Wie fühlt sich das an? Was ändert sich, wenn du mit einem leichten Druck über deine Hand gehst? Variiere und spiele damit. Wenn du das Gefühl hast, deinen Handrücken ausreichend erforscht zu haben, dann wechsle auf die Handinnenseite mit der Kastanie. Taste auch hier mit der Kastanie die Handinnenfläche, aber auch die Finger ausführlich ab. Versuche dabei zu erkunden, was für Strukturen
dort zu spüren sind in der Berührung zur Kastanie. Variiere auch hierbei den Druck, den du ausübst. Wenn du das Gefühl hast, deine Handinnenfläche genug erforscht zu haben mit deiner Kastanie, dann biete ich dir an, dass du mit deiner Kastanie die gesamte Hand, die Silhouette der Hand entlang fährst. Beginne am Daumenballen und fahre den Daumen hinauf und herum um den Daumen, in die Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger und auf die gleiche Art die ganze Hand entlang, bis du irgendwann am kleinen Finger angelangst und dann drehst du wieder um und fährst den ganzen Weg wieder zurück. Tu dies in deinem eigenen Tempo, ganz wie es dir gefällt. Wenn du damit fertig bist, bitte ich dich, die Kastanie aus der Hand zu legen und deine linke Hand irgendwo gemütlich abzulegen und nachzuspüren, was hat sich in der Empfindung deiner Hand verändert. In Bezug auf die Temperatur, in Bezug auf die Präsenz,
Als nächstes biete ich dir an, dass du mit der linken Hand deine Kastanie aufnimmst und deine rechte Hand mit der Kastanie, beginnend am Handrücken und den Fingern, abtastest, so wie zuvor mit der anderen Hand. Versuche dabei, der Frage wieder nachzugehen, was für Strukturen kannst du in deiner Hand mit der Kastanie erkunden? Wenn du möchtest, variiere gerne den Druck, den du mit der Kastanie auf deine Hand ausübst. Wenn du das Gefühl hast, deinen Handrücken ausreichend erkundet zu haben, dann wechsle mit deiner Kastanie auf die Handinnenfläche und erkunde mit deiner Kastanie die Innenfläche deiner rechten Hand. Spüre nach, wie sich der Kontakt gestaltet zwischen der Kastanie und deiner Hand. Variiere dabei gerne auch wieder den Druck der Berührung. Und versuche auch gerne nachzuspüren, welche Strukturen du in deiner Hand dabei entdecken kannst.
Wenn du das Gefühl hast, deine Hand in Innenfläche ausreichend erkundet zu haben, dann fahre mit der Kastanie wieder wie vorher an der anderen Hand um die Hand außen herum, um die Finger. Beginne am Daumenballen, wobei es keine Rolle spielt, wenn du vielleicht auch lieber am kleinen Finger beginnen willst, und fahre außen um die Finger drumherum. Konzentriere dich dabei auf die Berührung, die entsteht zwischen der Kastanie und deiner Hand. Wenn du mit dem Umfahren der Hand fertig bist, lege die Kastanie beiseite, lege deine Hand entspannt irgendwo ab und spüre nach, was bleibt von der Berührung. Wie fühlt sich deine Hand jetzt an? Ich biete dir jetzt an, dich in die Rückenlage zu begeben, auf deine Übungsmatte. Mach es dir gemütlich, richte dich gemütlich ein und dann nimm die vier Kastanien und klemme sie, so wie ich es ganz zu Anfang gezeigt hatte, zwischen deine Finger. Und dann darfst du deine Hand ganz gemütlich mit den Kastanien zwischen den Fingern irgendwo ablegen. Auf dem Boden wäre am besten. Und dann spüre erst einmal hinein, wie sich das anfühlt, diese Kastanien zwischen den Fingern zu haben. Und dann beginne langsam mit den Fingern auf diese Kastanien Druck auszuüben.
Und den Druck auch wieder locker zu lassen. Wie schnell oder langsam du zwischen Druck und Lockerlassen wechseln möchtest, überlasse ich dir. Es soll der Druck nach Möglichkeit wechseln. Zwischen einem minimalen Druck, bei dem nur noch die Haut die Kastanien berührt, und einem spürbaren Druck, wobei bei dem spürbaren Druck es dir überlassen bleibt, ob du lieber etwas stärker oder lieber etwas zarter drücken möchtest, wie gesagt, probiere verschiedene Intensitäten. Und konzentriere dich dabei immer auf deine Hand, auf die Berührung. Fühlt sich das an? Was passiert? Wenn du von dem Druck geben genug hast, dann lasse die Hand einfach locker liegen. Die Kastanien verbleiben zwischen den Fingern und spüre nach, was bleibt an Gefühl von diesem Druck, den du gerade gegeben hast. Hast du genug nachgespürt, dann beginne mit der Hand, immer noch mit den Kastanien zwischen den Fingern, Bewegungen in die Luft zu zeichnen. Wie eine Art langsamer Tanz. Versuche dabei, alle Gelenke des Armes in die Bewegungen einzubeziehen. Sollte dir dabei eine Kastanie aus der Hand fallen, dann steckst du sie einfach wieder zwischen die Finger. Nimm dir Raum für die Bewegungen. Mache große Bewegungen. Mache kleine Bewegungen.
erkunde deine Möglichkeiten. Hast du genug von deinen Bewegungen? Dann lege deine Hand ab neben dir und spüre noch einmal nach in deiner Hand, in deinem Arm, in deinem ganzen Körper. Was bleibt von diesem Gefühl? Dieser Bewegung, die du gerade gemacht hast. Wenn du genug nachgespürt hast, dann spreize deine Finger, sodass die Kastanien herausfallen. Und zeichne noch einmal mit deiner Hand Bewegungen in den Raum. Mache kleine Bewegungen, große Bewegungen. Versuche, alle Gelenke des Armes in die Bewegungen einzubeziehen. Probiere und experimentiere. Nun lege die Hand wieder neben dir ab und spüre wieder nach. Was bleibt diesmal von der Bewegung bestehen an Gefühl? In der Hand, im Arm, im Rumpf, im ganzen Körper? Und dann biete ich dir an, das Gleiche mit der rechten Hand zu machen. Klemme dir also deine Kastanien zwischen die Finger der rechten Hand. Lege deine Hand neben deinem Körper und spüre erstmal nach dem Kontakt zwischen deiner Hand und den Kastanien. Und dann beginne langsam, wie vorher mit der linken Hand, mit den Fingern die Kastanien abwechselnd zu drücken und dann wieder den Druck so weit zu reduzieren, dass nur noch eine Berührung übrig bleibt. Das Ganze in der dir eigenen Geschwindigkeit
und denke auch daran, die Intensität des Druckes nach Belieben zu variieren. Wenn du diesen Druck genügend ausgekostet hast, dann lege deine Hand locker ab und spüre wieder nach. Wie fühlt sich die Hand jetzt an? Auch im Vergleich zu vorher. Als nächstes zeichne bitte wieder mit der Hand Bewegungen in die Luft. Mache große Bewegungen, kleine Bewegungen. Versuche alle Gelenke in die Bewegungen mit einzubeziehen. Die Gelenke des Arms sind natürlich gemeint. Komme langsam zum Schluss mit deinen Bewegungen. Lege deine Hand neben dich und spüre nach. Was bleibt von den Bewegungen, von dem Gefühl bestehen? Wie fühlt sich die Hand, der Arm, der Rumpf, der Körper jetzt an? Als nächstes bitte ich dich wieder, die Finger zu spreizen, sodass die Kastanien runterfallen, aus der Hand fallen. Und dann spüre der Sache noch einmal kurz nach, wie sich die Hand jetzt anfühlt, nachdem die Kastanien weg sind. Und dann beginne mit deiner Hand, diesmal ohne die Kastanien, wieder Bewegungen in den Raum zu zeichnen.
Probiere große Bewegungen, kleine Bewegungen. Und versuche auch, alle Gelenke des Armes dabei einzubeziehen. Von den Bewegungen genug hast, lege deine Hand wieder neben dich und spüre wieder nach, was bleibt von der Bewegung, was hält nach in deiner Hand, im Arm, im Rumpf, im ganzen Körper. Spüre auch noch einmal nach im Seitenvergleich. Wie fühlt sich jetzt der rechte Arm an, verglichen mit dem linken? Wenn du genug nachgespürt hast, beginne dich zu räkeln und zu strecken und noch einmal hin und her zu wälzen. Und dann komme langsam wieder in den Sitz. Öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hattest. Und freue dich deines Lebens. Die Übung ist damit beendet. Solltest du während dieser Übung eingeschlafen sein, was durchaus passieren kann, dann gräme dich nicht. Es ist völlig in Ordnung. Übungen, bei denen der Tonus heruntergefahren wird, ein zu hoher Tonus heruntergefahren wird, bei denen wir zu uns selber finden, tendieren oft dazu, dass man dabei einschläft. Das Einschlafen ist ein Zeichen dafür, dass dir diese Übung sehr gut getan hat. Du wirst allerdings, wenn du solche Übungen öfter machst, feststellen, dass der Körper, obwohl du geschlafen hast, insgeheim bei dieser Übung, ohne dass du es so richtig mitbekommst, immer noch die Informationen aufgenommen hat und fast das Gleiche passiert im Körper, als wenn du diese Übung tatsächlich durchgeführt hättest. Es ist also kein Problem, dabei einzuschlafen. Ja, wenn dir diese Übung gefallen hat, hinterlasse gerne einen Kommentar. Wenn sie dir nicht gefallen hat, hinterlasse auch einen Kommentar, ich freue mich auch darüber. Jo, bis zum nächsten Mal, macht's gut.